Grüß Gott, mein Name ist Max Kiebis. Ich bin Abgeordneter im Bayerischen Landtag und darf jetzt seit einigen Jahren den Bayerischen Wald im Bayerischen Landtag vertreten. 50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald, eine Erfolgsgeschichte. Dazu darf ich auch sehr herzlich gratulieren. Ich darf aber auch all denjenigen danken, die in den letzten 50 Jahren sich permanent um die Weiterentwicklung trotz aller Diskussionen, trotz aller Höhen und Tiefen eingesetzt haben. Also auch an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin jetzt an der Tummelplatzhütte. Das ist ja quasi vor meiner Haustür. Ich bin ja in der Gemeinde Maut geboren und aufgewachsen. Und der Tummelplatz hat mich ja immer ein bisschen magnetisch angezogen. Der Tummelplatz war ja früher Viehweide zunächst einmal. Und das Tummelplatzgebäude, die Tummelplatzhütte, ist ja auch bewirtschaftet worden. Es war ja sogar mehr Wirtshaus in der Tummelplatzhütte und so wie die Älteren erzählen, sind hier auch Feste gefeiert worden. Und mir ist es schon wichtig, dass solche historischen Orte im Nationalpark auch erhalten werden und bestmöglich auch mit Leben gefüllt werden. Und deshalb ist mir auch ein Anliegen, die Tummelplatzhütte zum Beispiel auch in Zukunft nutzen zu können, sowohl für unsere Touristen, für unsere Urlauber, aber natürlich auch als Anlaufpunkt für unsere Einheimischen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und für die nächsten 50 Jahre genauso eine positive Entwicklung wie in der Vergangenheit.